Wir haben gestern Abend hier eine Partie Billard gespielt, Andreas und ich. Cooler kann es doch nicht sein, oder? Wer hat schon seinen Schlafsack auf einen Billardtisch zusammengepackt? Hast du übernachtet? Der Schlafsack könnte verlernen, oder was? Das Overlook Hotel, die Gänge vom Overlook Hotel. Und der tägliche Packwahnsinn. Wie immer, hier hatte ich mir die Regenklamotten an, bleiben stehen. In dem Moment hört es auf zu regnen. Ich stehe vor einem norwegischen Buswartehäuschen, was eine Schießscharte hat und hier so eine Wand, dass man sich da einmummeln kann, wenn hier ein harter Nordwestwind weht. Ja, es ist norwegisches Wetter, man spricht vom grünen Winter. Da hinten seht ihr, ist Schnee. Jo, ich fände es super, wenn ihr das irgendwie wertschätzen könnt, dass wir bei diesem Schweinewetter unterwegs sind. Spendet doch bitte für den süßen kleinen Seehamster, für One Earth, One Ocean. Wir sammeln gleich auch wieder ein bisschen Plastikmüll. Vielen, vielen Dank. Komplett überflüssig das Teil hier hochgeschoben, dann eine Schranke, kommt man nicht durch, rechts und links Felsen, abgeschlossen. Jetzt müssen wir das ganze Zeug wieder runter auf dieser gefährlichen Schotterpiste und gleich die Straße nehmen, die wir hätten von Anfang an nehmen können. Danke. Don't talk the talk. Walk the walk. Kann jetzt keiner sagen, dass wir uns nicht den Arsch aufreißen für die Aktion hier. Big fucking biking cleanup!